Neue Klamotten, was ist momentan in den Eiern drin, in den besonderen Event-Eiern? Ich werde auch 9x10 km Eier zeigen und ein richtig geniales Ei. Und was war mit Quapsel los? Ja, gab's kurzzeitig offenbar nicht den Shiny, jetzt aber wieder. Damit geht's weiter mit ein wenig Pokémon Go. Und außerdem werde ich dann später noch kurz über Vesprit quatschen. Morgen geht's los, die Stunde sollte man nutzen. Aber zuerst mal, es gibt in Summe 6 neue Gegenstände im Shop. Dreimal ein, und das spreche ich jetzt bestimmt falsch aus, ein Happy, weil Happy wird es ja wohl nicht sein, das ist glaube ich die Bezeichnung von diesem Gewand. Und auf dem Rücken ist das jeweilige Team-Logo drauf. Und dann gibt es noch 3 verschiedene Sandalen. Und hier aber zu bedenken, beziehungsweise kann man sich genauer ansehen, die sind nicht unbedingt in den Teamfarben, ja auch, aber eigentlich im Design von Poke. Super. Und Hyperball. Ganz klar natürlich, Hyperball, der Beste ist gelb. Team Gelb, bestes Team. Auf dem Teaserbild zu dieser Ankündigung ist der einzige Trainer, die einzige Trainerin, wo man den Rücken sieht. Auch ein Rücken kann entzücken. Mit dem Teamlogo ist natürlich Team Gelb. Alles ganz klar und nachvollziehbar. Bei dem PvP-Einladungsturnier in Washington hat ein Gelber gewonnen. Ich denke, mittlerweile müssen wir darüber gar nicht mehr quatschen. Nein, ich finde es lustig, dass 2019 noch immer so die Rivalität der Teams teilweise besteht. Manche meinen es ernst, manche aber auch eher nicht so. Okay, das war mal Nummer 1. Dann, momentan gibt es ja die doppelten Bonbons beim Brüten von Eiern. Nicht der ultra krasse Bonus, aber doch, ganz nett nebenbei. Und vermehrt Wasser-Pokémon in Eiern. Und nun ist sozusagen die Forschung beendet diesbezüglich. Geändert haben sich hier eigentlich nur die Pools der 2er und 5er Eier. Die 7er und 10er sind gleich geblieben. Und wenn man sich die mal ansieht, Dankeschön an Couple of Gaming für die schöne Übersicht, dann bemerkt man da doch ein paar neue Wasser-Pokémon, die es da vielleicht ansonsten nicht gibt. Und ich muss auch sagen, das kann aber nur ein Gefühl sein, dass ich zum Beispiel Schmerbe relativ häufig schon gebrütet habe. Aus einem Zweierei, also vielleicht doch, dass man Schmerbe irgendwie häufiger bekommt. Und im Fünferei sehe ich irgendwo Kanivania. Genau, Fünferei, da ist Kanivania drin. Das sind ja die 2 neuen Shiny-Familien. Offizielle oder vertrauenswürdige Chancen hierzu haben wir noch nicht. Das ist echt schwierig bei so vielen möglichen Pokémon aus den Eiern. Jedoch, wenn ich raten müsste, vielleicht Kanivania und Schmerbe ein bisschen erhöht. PewDiePie, muss das sein? Jetzt hat er seine 100 Millionen Abonnenten geknackt und ja. Also im Grunde eigentlich ganz nett, was da so drin ist, aber man kann sich die Brutmaschinen auch für ein eventuell besseres Event aufsparen. Außer eben 10 Kilometer Eier, das ist wirklich genial, wenn da was Seltenes schlüpfen würde. Oder sagen wir ein Riolu, kann ja auch im 7er drin sein. Dann gleich die doppelten Bonbons dafür zu kassieren, ist schon nett, aber ja, mal schauen. Jeder, wie er es eben selbst machen möchte. Dann ging gestern ein Thema viral, sage ich jetzt mal. Und zufälligerweise hat jemand aus meiner Gruppe genau da ein schillerndes Quapsel gefunden und direkt danach ein schillerndes Enton. Das ist ja schon mal heftig, 2 Shiny hintereinander. Aber die Theorie war, dass es seit Eventbeginn kein Shiny Quapsel gab, weltweit. Und das ging dann auf Reddit ein bisschen viral. Das hat wirklich niemand einen Screenshot dazu posten können und in ganz vielen Gruppen. Es gibt auch so Shiny-Discord-Gruppen und so weiter, wo man versucht, irgendwie die Chancen herauszufinden. Und nirgendwo hat weltweit jemand ein Shiny-Quapsel gepostet und das ist dann schon sehr verdächtig. Und dann, kurze Zeit nachdem dieser Post veröffentlicht wurde, sind dann auch wieder Shiny-Berichte reingekommen. Ich habe dann den Screenshot aus meiner Gruppe auch reingepostet, das wurde dann als Beweis genommen. Ich finde das deshalb spannend, weil das bei weitem nicht das erste Mal war, dass das passiert ist. Ich erinnere mich an Magnetilo, wo dann irgendwann die Leute stutzig wurden, gepostet haben, hey, zeig doch mal, hat irgendjemand in eurer Gruppe ein Shiny davon gefangen? Genauso bei Zigzags war das der Fall und ein paar weiteren Kandidaten. Wer also explizit auf Quapseljagd war, nicht enttäuscht sein bzw. nicht wundern, was da los war. Es gab offenbar eine Zeit lang keines und jetzt aber wieder, wie ich eben aus meiner eigenen Gruppe bestätigen kann.
Na gut, das noch so eine kleine Story am Rande. Dann am Mittwoch 18 bis 19 Uhr wird die Vesprit Raid-Stunde stattfinden. Und auch wenn in dieser Stunde meistens sowieso mehr Leute raiden, dass man eigentlich keinen Spielermangel hat, beziehungsweise nein, sorry, ich will das nicht so ausdrücken, Dorfspieler haben häufig Spielermangel, jedoch ist es da nicht so wichtig, immer die allerbesten, optimalsten Counter zu haben, möchte ich die Infos trotzdem nochmal durchgehen. Mein Team wird bestehen, so in etwa, ich mische es immer ganz gerne durch, 2 Giratina, 2 Gengar, 1 Mewtwo, 1 Nibuna, so in etwa, das ist mein Team, die habe ich alle maximal gelevelt. Despotar kann man auch nehmen, hält richtig viel aus mit Biss Knirscher, also Unlicht ist hierbei wichtig. Mit Gestein, ja, eher nicht so. Und wir haben ja jetzt noch das Freundschaftsevent bis 2. September. Das bedeutet, mehr Schaden für alle Freundesboni. Das heißt, man könnte es nun etwas einfacher sogar schaffen. Je nachdem, wie stark man die Counter gelevelt hat, 3 bis 5 Leute, so in etwa würde ich sagen. Aber weil eben Vesprit nur eine Stunde lang auftaucht, könnte man vielleicht doch ein paar mehr Leute in die Lobby immer mitnehmen, wenn man eben die Möglichkeit dazu hat, sodass man mehr Vesprit Raids unterbekommen kann. Ist nicht unbedingt ein starkes Pokémon, darum geht's nicht, aber einfach auch als Futter zum Tauschen, wenn man eben Tobuts und Selfe ertauschen möchte. Ich habe vielleicht sogar ein paar zu viele für meinen Geschmack verschickt und nicht so viele aufgehoben. Wenn ich häufig auf Events fahre, Vesprit ist immer ein sehr gefragtes Pokémon. Gut, das mal dazu. Vesprit eine Stunde lang nicht verwechseln, das ist kein Raid Day oder so und auch nicht den Shiny und keine 5 Gratis-Pässe, sondern ganz normal nur eine Stunde lang eben anstelle von Rayquaza bei fast jeder Arena ein Vesprit Raid. Außer dort, wo gerade irgendwie so eine X-Raid-Welle rausging, da wird vermutlich nichts auftauchen. Okay, das waren mal die Infos des Tages. Und jetzt habe ich noch einige Eier im Event, die ich auch ins Video reinschneiden wollte. Viel Spaß. Der Schilling, Alter. 8+1 mal 10 Kilometer Eier, das hat sich gerade seltsam angehört. Mit einem Dratini geht es los. Doppelte Bonbons gibt es hier jetzt in dem Event. Eigentlich nicht so schlau, hier viel zu brüten, muss ich sagen. Da würde ich mir das eher für entweder Incognito aus Eiern aufheben oder die regionalen Shinies aus Eiern. Aber ich spiele viel, ich lege viele Kilometer zurück und deshalb hatte ich wieder eine komplette 10er-Ladung voll. Beziehungsweise ein 5er-Ei ist auch dabei. Und es gibt aber dann noch ein Bonus-10er-Ei. Also egal, ob diese Ladung schlecht wird oder gut, am Ende folgt noch ein richtiges Highlight, welches ich nicht live ausgebrütet habe und ich auch mal zeigen möchte. Wir haben ein Sternduo, 42 Bonbons, sind schon eine ordentliche Hausnummer aus einem Ei. Aus einem 5er-Ei muss man schon wirklich sagen, also ist eine Menge, jedoch die Frage, was mache ich mit Sterndu-Bonbons? Also das ist nicht so krass wie zum Beispiel dreifache Sternenstaub aus Eiern, finde ich. Muss jedoch jeder für sich selbst wissen. Ich hatte jetzt Dratini hier aus den 10er-Eiern und Lavita, das sind so eher die häufigen, Dratini, Lavita, Tanhel. Ja, das sind die drei, würde ich mal sagen, die man relativ oft bekommt. Das hier ist so in der guten Mitte. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, wie viele Bonbons habe ich denn bekommen. Aber der Jackpot wäre natürlich sowas wie Kaumalat, Cognodon, vielleicht sogar Schilterus, irgendwie sowas in der Art. Ein Barschwa haben wir hier, das bekommt jetzt jeder gerade bei der 39 aus dem 10er-Ei. Okay, das bekommt gerade jeder bei der Jirachi-Spezialforschung, weil man damit auch 20 Kilometer laufen muss für die Entwicklung. Aber man kann irgendeines verwenden. Ich könnte auch dieses hier verwenden. Das muss nicht unbedingt das aus der Spezialforschung sein. Also bisher eher mickrig, muss ich sagen. Ich hatte nebenbei auch ein Sternenstück an. Wer sich über den Sternenstaub wundert hier, wie viel man da bekommt. Ein Tanhel, okay, trotz Sternenstück hier 2400. Ich glaube, das dürfte das Minimum sein mal wieder. Folglich auch das Minimum an Candies. Ich will mal was sehen wie 60, 70, sowas in der Art. Komm, rück raus da. Alleine wenn man es so bedenkt, sagen wir 50 Dratini-Bonbons sind 2 Entwicklungen, wenn man es... Dratini, jetzt labere ich von Dratini und es kommt wirklich nochmal. Das wären 2 Entwicklungen, 64 sogar. Das sind dann schon fast 3 Entwicklungen, sprich 3000 Erfahrungspunkte, mit Glück sei, aber darum geht es ja nicht wirklich. Jedoch trotzdem, könnte man fast so sehen. Wenn ich jetzt in der Folge, also in dieser Ladung, noch ein Dratini bekomme, dann fresse ich aber einen ordentlichen Besen. Noch ein Tanhel. Ja, wie gesagt, ich kenne mich schon ein bisschen aus mit den 10er-Eiern und vor allem mit den schlechten Pokémon darin.
Dratini, Lavita, Tanhel. Also nicht schlecht, wenn sollte Metagross wiederkommen mit der Attacke Sternenhieb. Mega genial, freut man sich, aber ich habe schon genügend. Also für mich, ich brauche das nicht mehr. Aber so, wer selbst einen Tanhel ausbrütet, noch keines hat, vielleicht kommt der XXL Community Day. Ja, ist ja gut jetzt, okay. Ich bin ja schon ruhig, aber wieder 64 Bonbons, das ist schon krass. Ja, das geht in Ordnung. Okay, das war's hier mit den letzten 9 Eiern. Und jetzt habe ich noch einen richtig feinen Hatch, ein richtig feines Ei. Nämlich ein Kaumalat, mein zweites in meiner gesamten Laufbahn ausgebrütet. Das erste beim Pokémon Go Fest, einfach so irgendwo unterwegs. Und ja, jetzt das zweite beim Sternenstaub-Event. Hab mich sehr drüber gefreut, immerhin. Auch gut zum Tauschen, für Lucky Trade finde ich das sehr genial, auch wenn es kein Spezialtausch ist, aber ja, für ein gutes kann man das schon machen und ich werde auf jeden Fall versuchen, meines wieder zu vertauschen.